Investitionen des Auslands in Baden-Württemberg, das Ganze jetzt mal durch die Brille eines Wissenschaftlers betrachtet. Professor Kohler, ist das eigentlich ein Thema hier in Baden-Württemberg? Gibt es den Run auf baden-württembergische Unternehmen oder ist das eher eine Randerscheinung? Ja, wenn man die Zahlen betrachtet, dann ist das nicht so, denn die Auslandsdirektinvestitionen in Baden-Württemberg sind kleiner, gemessen am Inlandsprodukt Baden-Württembergs zum Beispiel, als im bundesweiten Durchschnitt. Es ist also nicht so, dass die Firmen die Übernahmen und die anderen Arten von Direktinvestitionen hier überborden würden. Das Gegenteil ist der Fall und man fragt sich dann auch manchmal, ob das nicht für sich genommen wieder ein Problem ist. Denn es ist bekannt aus der Literatur und auch aus praktischen Beispielen, dass Auslandsdirektinvestitionen einem Land, einer Region auch gut tun. Es gibt positive Effekte und da stellt sich dann die Frage, ob dem Land da etwas abgeht oder etwas entgeht, wenn hier weniger Auslandsdirektinvestitionen stattfinden als anderswo. Was sind das für Vorteile, die eine Region davon hat, wenn Ausländer investieren? Ja, also es sind Vorteile, die nicht garantiert sind, aber man beobachtet sie da und dort. In der Literatur gibt es auch systematische Evidenz dafür. Es sind sogenannte Spillover-Effekte. Das können Know-how-Effekte sein, heimische Firmen, Arbeitnehmer profitieren von dem Know-how, von der Erfahrung ausländischer Investoren und können dadurch effizienter, produktiver sein. Es können auch Spillover-Effekte, die auf andere Firmen ausgehen, stattfinden. Wenn lokale Firmen Zulieferfunktionen übernehmen, dann können sie durch die Technologie dieses Auslandsdirektinvestors mitunter Vorteile haben. Es ist auch manchmal so, dass die multinationalen Firmen, zumindest die großen multinationalen Firmen, höhere Löhne zahlen. Für die Arbeitnehmer ist das gut, für die Firmen vor Ort ist das vielleicht unwillkommene Konkurrenz. Man beobachtet hier also, dass je nachdem von welcher Perspektive man das ansieht, nicht immer nur Positives dabei ist, sondern für manche ist das auch eine verschärfte Konkurrenz dann. Und woran liegt das jetzt, dass das Interesse ausländischer Firmen an Unternehmen hier in Baden-Württemberg relativ gering zu sein scheint? Also meines Wissens ist das wissenschaftlich noch nicht untersucht, aber es bieten sich mehrere Erklärungsmuster an. Zum einen kann man vielleicht vermuten, dass die Eigentümerstruktur, die wir in Baden-Württemberg vorfinden, die bekannten, doch schon relativ großen Familienunternehmen, die es hier gibt, dass die halt sich nicht so besonders eignen für ausländische Direktinvestitionen. Warum das denn genau sein soll, das müsste man noch untersuchen. Aber die Eigentümerstruktur, die besondere dieses Landes, ist schon bekannt. Dann kann man natürlich auch sagen, dass ausländische Investoren vielleicht gar nicht, das klingt ein bisschen paradox, vielleicht nicht wettbewerbsfähig genug sind, um hier bestehen zu können, weil ja hier die Produktionskosten, die Löhne auch hoch sind. Da werden ausländische Investoren sich manchmal auch günstigere Plätze aussuchen als hier. Man sollte allerdings dann nicht sagen, das ist ein Standortnachteil des Landes, sondern eher so sehen, wie vorher formuliert, dass ausländische Investoren vielleicht nicht wettbewerbsfähig genug sind, um auch hier investieren zu können. Das sind so ein paar Ideen oder ein paar mögliche Erklärungsmuster. Was da wirklich die Ursache von ist, das müsste man wissenschaftlich untersuchen, ist meines Wissens noch nicht gemacht worden. Jetzt ist ja die große Überschrift über diese Veranstaltung, Investitionen von ausländischen Firmen in Baden-Württemberg. Ist das jetzt die große Chance oder ist das irgendwie die Gefahr des Ausverkaufs? Hat die Wissenschaft da Antworten? Ja, es kann schon mitunter so etwas wie ein, also ich will nicht sagen Ausverkauf, aber ein bisschen auch Abfluss von technologischem Know-how, das hier entstanden ist, stattfinden, wenn ausländische Investoren sich in hiesige Firmen einkaufen. Allerdings würde ich sagen, dass wir aus gesamtwirtschaftlicher oder auch wirtschaftspolitischer Sicht da nicht von vornherein zu viel Sorge haben sollten, denn die Firmen werden schon selbst prüfen, dass das nicht stattfindet oder zumindest nicht unentgeltlich stattfindet, wenn es denn stattfindet. Ist das denn so einfach, das zu verhindern? Ja, einfach ist es nie im Zusammenhang mit Auslandsdirektinvestitionen. Das sind extrem komplexe Vorgänge, aber unsere Firmen haben ja Expertise und ich würde da nicht von vornherein erwarten, dass ausgerechnet in Baden-Württemberg mehr als anderswo so ein Ausverkauf des Tafelsilbers droht, wenn ausländische Direktinvestitionen stattfinden, wenn Investoren interessiert sind an Beteiligungen. Aber wie gesagt, das Ausmaß, in dem das stattfindet, ist in Baden-Württemberg zunächst mal im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht so groß. Und es ist auch in der Bundesrepublik insgesamt nicht so groß wie zum Beispiel im EU-Durchschnitt.
Andersherum betrachtet ist sowohl Baden-Württemberg als auch die Bundesrepublik bei den aktiven Direktinvestitionen, bei den Investitionen, die hiesige Unternehmen im Ausland tätigen, über dem Durchschnitt. Also da ist sowohl Baden-Württemberg innerhalb Deutschlands über dem Durchschnitt, als auch Deutschland in der EU über dem Durchschnitt. Das ist also asymmetrisch, geht nicht in beide Richtungen im selben Ausmaß. Kann man es jetzt auf den Punkt bringen? Kann man jetzt sagen, Auslandsdirektinvestitionen sind gut oder sind nicht gut? Also ich würde es einfach so auf den Punkt bringen, in dem Maße, wie die Firmen das aus guten Überlegungen, selbst ohne Einflussnahme auch des Staates tun, ist es zunächst mal gut. Es ist eine Entwicklung, die aus der Marktlage heraus, aus den Möglichkeiten, die sich in Baden-Württemberg und auf den Weltmärkten stattfinden, aus diesen Gegebenheiten heraus ergeben. Und wenn die Firmen, die sind ja letztlich diejenigen, die das am ehesten überschauen und beurteilen können. Wenn die finden, dass das gut ist, dann ist es auch für die Wirtschaft insgesamt gut. Professor Kohler, vielen Dank fürs Interview und vor allen Dingen eine tolle Podiumsdiskussion wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Tolle Zeit in Stuttgart. Danke.